Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal Bloons x Terraria. Für die Leute, die Terraria kennen, euch kommt das jetzt bestimmt sehr bekannt vor. Ihr könnt nämlich euren Tower reforgen. Und zwar kostet das Ganze immer mehr, je nachdem wie teuer der Tower ist und je nachdem wie oft ihr es gemacht habt. Und dadurch, ich zeige es euch mal, ich drücke jetzt auf Reforge, haben wir hier jetzt den Weak Dart Monkey. Der hat minus 20% Range. Kostet aber auch 7% weniger. Also alle Upgrades kosten 7% weniger. Wenn ich jetzt nochmal reforge, haben wir den agilen Dart Monkey. Der hat plus 1 Pierce, plus 10 Speed, also Attack Speed nehme ich an. Kostet aber auch 10% mehr, also die Upgrades. Das ist sehr cool. Wir haben ja auch ein extra Symbol drüber. Ich finde das richtig nice. Also ich habe selber Terraria mal angefangen. Ich habe es noch nie zu Ende gespielt. Ist vielleicht auch ein Ding, was ich mal hier vielleicht in Streams machen könnte oder so, wenn da sich Leute finden, die sagen, okay, Terraria würde ich gucken. Mache ich vielleicht auch mal im Livestream. Ja, ich würde sagen, wir sparen einfach mal auf Ben und gucken dann. Wahrscheinlich können wir bei Ben dann irgendwie was upgraden, dass wir vielleicht mehr Geld mit dem machen oder so. Das wäre natürlich ganz praktisch. So, hier ist Ben. Ich platziere Ben mal hier oben. Und Ben zu reforgen kostet 25. Weak Ben. Plus 7% Erfahrung, minus 10% Range. Ja, nee, das ist jetzt nicht so geil. Plus 10% Cash, minus 10% Erfahrung. Das ist geil, das nehmen wir. Ja, das nehmen wir. Ich spiele übrigens ohne Monkey Knowledge, damit es ein bisschen schwieriger ist. Superior Ben. Okay, geil. So, welchen Tower können wir als nächstes holen? Ich überlege gerade mal. Vielleicht holen wir uns mal Ninja. Lass mal Ninja-Alk-Taktik machen. Die habe ich ewig nicht gemacht. Die ist einfach so stark. So, dann holen wir mal unseren Ninja hier vorne. Den zu reforgen kostet sogar 10, okay? Ruthless Ninja. Plus 2 Damage, plus 10 Range und plus 23% Cost. Das ist doch mal geil. Dann haben wir, das kostet zwar dann alles sehr viel, ist aber nicht so schlimm, weil er ist dadurch mega stark. Ich meine, plus 2 Damage, hallo? Wie OP ist das bitte? Guck mal, der macht blaue Bloons mit einem Hit kaputt. Der macht wahrscheinlich grüne sogar mit einem Hit kaputt. Da, grüne. Und wahrscheinlich sogar gelbe, ne? Oh mein Gott, wie krass ist der bitte? Oh mein Gott, der macht Gelbe mit einem Hit kaputt. Ja, okay. Der Dude ist komplett auf einem ganz anderen Level gerade. Junge, das ist ja komplett OP. Keldrops holen wir uns auch noch. So, jetzt würde ich aber sagen, wir müssen jetzt erstmal gucken wegen Leds gleich. Deswegen holen wir uns noch einen Alchemisten. Und den forgen wir natürlich. Jetzt ist die Frage, erst upgraden oder erst umforgen? Ne, erst umforgen. Plus 1 Damage, plus 2 Pierce. Also eigentlich Mythical Alchemist. Voll nice. Eigentlich würde ich ja ganz ehrlich sagen, wäre es am besten, wenn wir wen haben, der günstige Upgrades hat, oder? Hier, minus 1 Pierce, minus 15% Cost, minus 15% Speed meine ich, minus 12% Cost. Annoying Alchemist, also der nervende Alchemist. Wollen wir das mal machen? Ich glaube, das ist ganz nice. Dann können wir uns hier Stronger Stimulant holen und danach forgen wir den wieder um, wenn wir den günstig upgegradet haben. Stronger Stimulant und jetzt gehen wir hier auf Perishing Potion noch. Da haben wir es. Okay, und jetzt, da wir den jetzt eh nicht mehr upgraden, kann ich den jetzt auch nochmal reforgen. Wir wollen ganz viel Speed drauf haben auf dem. Jetzt ist er der Nasty. Ah, das ist nicht so nice. Wir wollen ja keinen Schaden machen. Plus 15% Range. Das ist der Forceful. Nee, auch nicht. Lazy. Minus 8% Speed, minus 4% Cost. Nee. Minus 20% Speed. Sluggish, also noch schlimmer als der Slower plus Pierce plus Speed. Ja, wollen wir das behalten? Ja, Murderous Alchemist. Der Murderous Alchemist. Klingt ganz cool, finde ich. So, Zeit für Blunjitsu. Und unser Ruthless Ninja Monkey, der destroyed jetzt einfach komplett. Ich glaube, der schafft alleine bis Runde 40 oder... Ach, locker bis... Die schaffen locker bis Runde 50 so mit dem Line-Up, die beiden. Safe. Ja, unseren agilen Dart Monkey, den behalten wir mal. Ich glaube, ich hole jetzt aber als nächstes mal eine Farm und dann farmen wir erstmal ein bisschen. Ey, das ist ich finde das übelst nice. Also, mega cooler Game Mode. Mega cooler Mod. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch Mods used, holt euch mal den Mod, der heißt, wie heißt der denn eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Reforged heißt der, glaube ich, genau. So, upgraden. Plus 10% Cash, plus 10% Cost. Ne, wir wollen Minus Cost haben erstmal. Damit das schön günstig ist. Come on. Minus Cost. Minus Cost. Minus Cost. Okay, da ist es. Die Weak Banana Farm. Wir gehen als erstes auf Greater Production, wie immer. Und jetzt gehen wir unten auf den Marktplatz, weil ich einfach zu faul bin, gell? Zu faul bin, die Bananen einzusammeln. Okay, perfekt. So, und jetzt können wir wieder wechseln. 5% Cash mehr. Ja, da geht aber mehr, oder? Plus 15% Cash. Die Godly Banana Farm. Oh mein Gott.
Die macht jetzt 23 mit jeder Banane anstatt 20 vorher. Okay, das ist sehr krass. So, ich bin mal gespannt. Okay, den Moab, den kriegen wir easy hin. Oh, ja, okay. Wir haben halt Ben dabei, ne? Ben ist halt mega gegen Moabs. So, was wollen wir uns als nächstes holen? Vielleicht eine Spike Factory hier vorne. Spike Factory könnte ganz nice sein. Reforge, ich glaube, ich reforge die jetzt. 15% Range, nee. Nimble. Plus 5% Speed und 3 Cost, nee. Unpleasant, da hat sie ein Pierce mehr. Ein Pierce ist schon sehr krass. Weil, ihr müsst überlegen, ein Pierce und die schmeißt jedes Mal irgendwie 6-7 Nägel raus. Da mache ich jetzt Faster Production. Und ich glaube, ich gehe dann... Ich gehe ja auf Spike Balls. Ja, wir gehen auf Spike Balls, Leute. Spike Balls. Und die haben jetzt alle ein Pierce mehr. So, und jetzt können wir erstmal laufen lassen. Ich bin mal gespannt, bis wie weit wir kommen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir so bei Runde 120 oder so enden werden später. Okay, Runde 63. Wie weit kommen die? Das ist schon die zweite Welle. Oh, die kommen actually richtig weit. Oha, ich glaube, ich muss das bauen, oder? Ah, wobei der Ninja klärt noch so gerade. Schafft er die letzte Wave jetzt noch? Wir könnten halt den Grandmaster Ninja jetzt kaufen. Oder wir holen uns halt einen anderen coolen Tower. Hm. Was könnte man noch gehen? Das hier fände ich auch ganz geil. Ein Tech-Shooter oder so. Erstmal kurz abwarten. Ja, der Ninja schafft das. Okay. Ja, dann holen wir uns mal einen Tech-Shooter. Ich gehe auf Overdrive. Reforge den jetzt. Plus ein Damage. Superior. Haben wir schon Superior Monkey? Ich glaube nicht, oder? Plus ein Damage? Klingt doch geil. Den agilen. Ruthless. Könnten wir nochmal gehen. Das wäre halt... Ja, das ist halt insane, ne? Plus zwei Damage. Ja, wir machen das Tag Zone. Abfahrt. Ja, wir nehmen das, wir nehmen das, wir nehmen das. Jetzt hole ich noch einen Affendorf. Damit der, Camo hat. Strong. Ja, plus 15% Range ist eigentlich ganz nice, oder? 15% mehr Range. Und dann gehen wir hier auf Primär Mentoring. So, perfekt. Okay. Dann haben wir jetzt unser Strong Monkey Village. Wir haben Unpleasant Spike Factory. Den agilen Dart Monkey. Den Ruthless Tech Shooter. Die Godly Banana Farm. Unseren Superior Ben, warum Ben auch immer keinen Namen hat. Den Ninja hier vorne, den Ruthless. Und den Murderous Alchemist. Krass, ey. Wir haben echt ein starkes Team mittlerweile. Meint ihr, so schaffen wir es bis Runde... Ja, also wahrscheinlich keine DDTs, aber also bis Runde 90 schaffen wir es, denke ich so. Mal gucken. Ja, gegen DDTs würden wir also sterben. Okay, gegen DDTs würden wir sterben. Deswegen müssen wir jetzt hier mal was bauen. Und zwar habe ich Bock auf einen Eisaffen. Den brauche ich auch hier hinten. Ich verkaufe jetzt mal unseren Dart Monkey, sorry. Und unsere Farm kann auch weg. Wir haben eh genug Geld. Und dann gehen wir mal auf Icicle Impales. Wir kaufen hier noch einen zweiten Alchemisten. Den upgraden wir zum Speed. Okay, hier zum Manic Alchemisten. Und den Ice Monkey machen wir zum... Boah, der hat ja übelst die Range. So, sollen wir den zum Godly machen? Nee, Lazy? Nee. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Zealous. Zealous? Ich glaube, das heißt Zealous. Plus 2 Pierce, plus 10 Cost. Okay, probieren wir es mal so. Gucken, ob das funktioniert. Da kommen die DDTs. Ja, wir zerstören die. Geil. Sehr geil. Was könnte ich denn noch kaufen? Irgendeinen geilen Tower, den man sonst so selten used. Ich glaube, ich kaufe hier noch einen Mortar. Und den gehen wir mal auf Pierce. Ich hätte eigentlich gerne Damage, weil Pierce hat einen Mortar eh genug. Damage plus 2 wäre heftig. Come on, ich forge den jetzt die ganze Zeit um, bis ich Damage plus 2 habe. Da! Ruthless. Okay, und jetzt gehen wir auf Pop and All und packen das hier hin. Ja, guck mal, wie viel Damage der macht. Das geht sowas von, das sprintet so nach oben, der Damage. Jetzt noch hier ein Magier. Den geben wir auf Summon and Phoenix und gehen auf Murderous. Wieder Godly. Auf Deadly. Ja, wir gehen hier auf Deadly mit einem extra Damage und 10% Speed, aber dafür 15% extra Kosten. Und das sieht auch eigentlich echt sehr gut aus, muss ich sagen. Also, die kriegen das ganz gut hin. Ich glaube, das sollte Runde 100 schaffen. Oh oh, ich muss hier mal stunnen. Phoenix aktivieren. Runde 95 ist ganz schön scary. Aber, nice, wir kriegen es hin, okay.
Jetzt kommt nur noch Runde 99, da brauchen wir die Ability nochmal. Ich glaube, sonst den Rest schaffen wir. Sicherheitshalber upgrade ich mal unsere Spiked Mines noch, also unsere Spike Factory zu Spiked Mines. Schauen wir mal, ob wir das jetzt schaffen. Runde 97 sollte eigentlich easy drin sein. Ah, Runde 98 kommt weit, aber sieht auch aus, als würden wir das schaffen. Ja, das haben wir auch geschafft. Nice. Das sieht übrigens so geil aus mit dem ganzen Eis, also mit den ganzen Keramikblumen, die zu Eis werden. Richtig nice. So, Runde 99, hier brauchen wir nochmal die Fähigkeit. Ich use es gleich direkt, die Ability. Ich use erstmal Ban Ability. Dann kommen nämlich die ganzen DDTs nicht. Beziehungsweise die ganzen Moabs nicht. Und jetzt die Fähigkeit. Alle sind gestunt. Come on. Come on, ihr kriegt es hin. Ich glaube an euch. Ja, nice. Sehr, sehr knapp, aber wir haben es geschafft. So, als letztes hole ich noch für diese Runde hier einen Intense Monkey. Und zwar den Intense Ice Monkey. Den stellen wir hier auf Strong und First. So, Intense Ice Monkey. Ice Monkey ist immer der 031 Monkey, falls ihr das nicht wusstet. So, jetzt müssen wir nur noch schaffen, den BAD zu schaffen. Und das könnte halt auf jeden Fall der Phoenix, der könnte da gut helfen. Der macht nämlich relativ viel und guten Schaden dagegen. Ich könnte mal den Mortar Micron, auch wenn ich dafür eigentlich in der Regel zu faul bin. Aber machen wir jetzt einfach mal. Die Mortar-Fähigkeit, die verweihe ich mir, wenn der Bad platzt, glaube ich. Ja, ja. Ich mache ja die ganze Zeit jetzt das Targeting neu. Und sobald er in Range... wisst ihr was? Ich use das, sobald er hier in Range ist von... der Tag Zone. Jetzt. Jetzt macht er nochmal extra Damage. Okay, die sind kaputt. Das müsste unsere Spike Factory schaffen. Nice, ich glaube, wir haben's. Die sind perma geslowed. Das Ding ist durch, oder? Ja, safe, das ist durch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Easy, 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 easy. Ja, übelst der geile Mod, muss ich sagen. Also, big Shoutout an den Macher. Also, mega geil. Mega, mega geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Spielt auch mal den Mod. Es macht mega Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und use meinen Creator-Code Punchy. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und ciao.